Fans von unserer Sendung werden festgestellt haben, dass wir ein neues Format haben. Und zwar heisst das Format Tischlein Check dich! Heute noch ein ganz spezielles Thema, das mir am Herzen liegt. Und zwar wollt ihr euch auf eine Zeitreise mitnehmen. Erinnert euch hier, liebe klassische SRF-Zuschauer daheim, an das Jahr 1985. Kannst du dich erinnern, klassische SRF-Zuschauer? 1985? Du bist etwa 65, würde ich sagen. Und dazu mal ist ein ganz toller Film rausgekommen, in den Kinos angelaufen. Ich habe den geliebt als Bub, der heisst Back to the Future. Ja, ein riesiger Film. Ich habe letztes Mal wieder im Fernsehen ist der gekommen, habe ich den noch mal reingeschaut. Und es ist Wahnsinn, er funktioniert immer noch. Die 80er Jahre, das funktioniert immer noch. Ganz schnell für die, die den Film nicht kennen, die Handlung zusammengefasst. Das ist ein total irre Wissenschaftler, der sich so eine verbühlte Rostlaube greift, ein dreckiges Plutonium reinwirft und dann damit in die Zukunft reisen will. Moment, das ist Spätzner. Das ist, die haben den Film auch gesehen. Ja? Die haben genau das Gleiche gemacht. Die haben gedacht, wow, schau mal, hey, uralt, funktioniert noch, komm, Flugskompensator an und ab in die Zukunft damit. Das sind sowieso ein bisschen Schlingel. Die von Betzen, wenn die zuschauen, ihr seid ein bisschen Schlingel. Da ist nämlich etwas rausgekommen letzte Woche. Die haben ja immer so ein bisschen drunter gelitten. Betznau. Die haben ja immer so ein bisschen gelitten darunter, dass ihr Atomkraftwerk, Betznau 1, das ist das älteste Atomkraftwerk von der Welt. Und das ist natürlich nicht so ein geiles Label, muss man sagen. Und da haben sie einen ganz schlauen Trick angewendet. Und zwar, jetzt müssen wir hören, wie schlau die gewesen sind. Die haben ihr Atomkraftwerk verjüngt. Ja, das ist gebaut worden im September 1969. Und da haben sie einfach das Geburtsdatum quasi einfach 3 Monate nach hinten versetzt, in Dezember 1969. Mit folgender schlauen Begründung. Sie haben sich gesagt, ja, gebaut wurde es im September. Aber kommerziell genutzt ist das Kernkraftwerk erst im Dezember 1969 geworden. Kommerziell ein Atomkraftwerk, was gibt kommerziell? Was war vorher gewesen, das Atomkraftwerk? Ein Flohmarkt oder eine geschützte Werkstatt oder irgendwie so etwas? Ganz schräg. Und jetzt, durch den kleinen Griff, den kleinen Kniff, hier, die Betznauer Buben und Mädchen, haben sie es geschafft, dass Betznau nicht mehr das älteste Atomkraftwerk ist, sondern nur noch das 5. älteste Atomkraftwerk. Also, das tut gut, ich fühle mich gerade viel sicherer. Merci vielmals, Betznau. Dann schnell zum Handlung weiter verfolgen von dem tollen Film Back to the Future. Da geht es darum, dass der Protagonist macht so einen dreckigen Deal mit libyschen Terroristen und muss es bitter büßen. Auch das ist doch Sarkozy. Oder? Auch der hat den Film geschaut, hat gedacht, hey, komm, das funktioniert doch noch, 80 Jahre, das geht. Hat dann nicht geklappt, er tut mir ein bisschen leid. Ja? Immer auf die Kleinen, doch. Ja, wirklich, das ist also wirklich schade. Sarkozy ist jetzt, glaube ich, aus der Haft entlassen worden. Gut, wir müssen aufschliessen, er ist einfach unter der Tür durch, gell? Eigenartig, oder? Funktioniert. Und dass die 80 Jahre wieder funktionieren, das merken natürlich auch die Grossen der Weltpolitik. Jetzt ist ja auch gerade letzte wieder der Putin ist ja gewählt worden mit 76,6%. Ja, der Typ ist beliebter als Bilak. Ist er gewählt worden, ohne Wahlprogramm und ohne Shirt hat er es geschafft. Seine allererste Amtshandlung ist, glaube ich, gesehen, er ist auf einem Eisbär oben ohne durch die Schneewüste zu seiner Datscha geritten. Es wird demnächst ganz sicher Bilder geben von dem Ausflug. Ist dann an seinen Kühlschrank in der Datscha. Kühlschrank auf Russisch heisst übrigens Gulag. Ja? Und hat er aufgemacht, hat geschaut, gibt es da innen noch etwas aus den 80er Jahren? Habe ich noch etwas aufbewahrt in dem Kühlschrank und hat etwas gefunden? Lodo! Hä? Anastasia! Es ist noch ein Stück kalter Krieg da! Ein Stück kalter Krieg zum Aufwärmen. Hat er gedacht, das ist doch. Kalter Krieg, das ist doch noch fein. Hä? Das kann man doch noch essen. Das funktioniert doch noch. Und wie das funktioniert, wir sind voll wieder drin in einem neuen kalten Krieg. Also mir macht es keine Sorgen. Gell? In meiner Jugend war immer kalter Krieg und mir hat das nie etwas gemacht. Schaut mich an, wo ich jetzt gelandet bin. Aber gleich, Ost und West rüsten wieder auf. Amerika rüstet auf. Russland rüstet auf. 93% von allen Atomwaffen gehören den USA.
oder Russland. Die restlichen 7% sind im Betznau drin. Ja? Und das ist natürlich wirklich etwas Spannendes. Wobei beide Oberhäupter von Ost und West sagen, ja, ja, aber im letzten Jahr haben wir 400 Atomraketen abgebaut. Das ist wahr, das haben die Beobachter gesehen, das ist wahr. Aber sie sagen, ja, aber das sind einfach irgendwelche Atomraketen, die sowieso nicht mehr starten können, weil sie veraltet sind. Also das ist wie wenn du sagst, juhu, mein Papi ist nicht mehr Alkoholiker, er bringt das Altglas zurück. Ja? Das ist es nicht. Ja? Das macht ja nur, dass er mit dem Retourgeld wieder neue Stoff kaufen kann, weil er daheim besoffen immer über die leeren Flaschen reingeht, der Papa. Also wir sind wirklich mitten drin. So leicht lassen wir uns unseren Kalten Krieg nicht vermiesen. Weil wir Schweizer, wir sind in so einem Kalten Krieg endlich wieder jemand. Es war ja mühsam gewesen, die letzten paar Jahre. Immer überall haben sie sich verbrüdert, alle sind Freunde gewesen und so weiter. Dabei sind wir doch die Neutralen, oder? Wir sind doch die Neutralen. Wir profitieren von so einem Kalten Krieg. Wir haben ja auch investiert, meine Damen und Herren. In die Bunker zum Beispiel. Jeder Schweizer hat doch irgendwo so einen Bunker im Keller. Wie ist das in Rumänien? Das weiß ich nicht. Aber hätte ich hier als Ausländer noch keinen Platz? Agatha, du kannst. Bei mir kannst du jederzeit im Fall von einem Atomar kannst du anklopfen. Ja? Jederzeit. Ich will dir durch Schlüsselloch Mut zusprechen. Wirklich? Nein, komm, ein paar Jodtabletten unter der Tür. Das ist ja gut. Ja, ja, ja. Aber wenn du in der Schutzkeller bist, dann übernehme ich hier die Sendung. Ja, schön. Das wird eine Riesensendung. Schön. Alles mit Mutanten im Publikum. Ja, gut, das haben wir jetzt auch schon. Was hab ich gesehen? Nein, es hat für jeden Schweizer, jede Schweizerin einen Platz im Bunker. Aber da muss man natürlich auch wieder freiräumen. Ja, da sind ja also die Fitnessräume drin und alles ganze Zeug. Und da haben wir so ein paar Tipps und Tricks bei der Late Night, die wir euch anbieten wollen. Schaut mal, da haben wir eine schöne Zeichnung gesendet. Die Familie macht es richtig. Kind und Mutter gehen in den Bunker, der Papa bleibt oben. Ja? Der lost oben dran, was lost er? Ihr seht, das ist der Sirenenmann, der ins Mikrofon. Oh! Oh! Wer macht das? Ja, natürlich der Matthias Hüppi, ja, als Sportkommentator. Der hat jetzt wieder den Job, natürlich freut er sich. Denn was kann man weiter sagen? Wenn so ein Atomschlag kommt, ja, dann ist es ja erst einmal ein Blitz. Ja? Dann macht ihr einfach mal Augen zu, als allererst. Dann kommt der Nebel. Dann sieht man nichts mehr. Wie findet man denn einen Schutzraum? In der Schweiz ganz einfach. Ja, geht einfach euren Söhnen hinten nachher, schauen, wo die Amis griffen sind. Die kommen direkt in den Atomraum runter. Wenn ihr in Deutschland sind, ist es auch relativ simpel. In Berlin gerade, dort, wo Technomusik herkommt, dort sind Bunker meistens. In Österreich einfach dem Kinderlachen nachher. Das ist auch einfach. Nein, das ist gut. Was macht man, wenn man im Ostblock ist, in Moskau, und es kommt Atomare, wenn ihr dort die Bunker wollt, einfach mit der Regenbogenfahne winken, dann kommen wir dort hin. Das ist also auch möglich. Wir haben ganz Haufen Tipps zusammengetragen für ein angenehmes Bunkerleben. Das könnt ihr nachlesen, könnt ihr bestellen bei uns, das Heftli. Da ist es. Schöner Bunkern heisst das. Da hat es wirklich ein schönes Foldout drin von Gasmasken und so weiter. Also ein tolles Magazin, bestellen euch das. Da sind auch so Tipps drin, wie man es sich wirklich angenehm machen kann. Wir haben die Jodtabletten ja schon mal erwähnt. Mit den Jodtabletten, die muss man nicht einfach so einnehmen. Da kann man auch ein bisschen fantasievoll sein, oder? Wirklich. Betty Bombi empfiehlt hier eine. Was so eine Jodtablette angenehm aufbereiten. Ja, zum Morgen ein Jodurt, das ist möglich. Zum Mittag ein Jodlet. Chinesische Jodelsuppe wäre möglich. Und für Kinder Haribo Jodbeeren. Das ist alles, kann man ihnen geben. Und dann steht eigentlich so eine richtige schöne Bunka-Bunka-Party nicht mehr im Weg. Wollt man hier nicht gerne dabei sein, mal ganz ehrlich? Dann bestellt doch noch heute euer Gratis-Billett für die Live-Show hier im Maskott in Zürich unter folgendem Link. Und liked uns im Facebook.